Man muss sich für Politik interessieren, um Josep Borrell zu kennen. Der Mann vom Typus eines Apparatschiks aus dem Brüsseler Kosmos ist auch der oberste außenpolitische Apparatschik. Fleisch vom Fleisch der EU-Nomenklatura, dem man einen vorbestraften Straftäter gar nicht ansieht. Es war auch ein läppischer Insider-Deal mit den Aktien eines Energiekonzerns, in dem Borrell seine Nebentätigkeit als Aufsichtsrat verheimlicht hat. Ein Bagatelldelikt. Wenn überhaupt, ist Borrell dafür bekannt, rhetorisch gern den Bock zu schießen. Wie etwa mit seiner Metapher über den gepflegten Garten EU und den wuchernden Dschungel ringsumher, wohin die Gärtner sich vorbeugend begeben sollen, bevor der Dschungel in ihrem Paradies einbricht. Als ein Quotenspanier und Quotensozi in den obersten diplomatischen Posten befördert, ist Josep Borrell ein wandelndes Argument für die Rente ab 76 und hat bestimmt noch eine weitere Karriere nach seinem Dienst am EU-Volk vor, etwa als Berater bei einem Investmentfonds oder als Experte für politische Risiken bei einem Think Tank, wo auf der Sponsorenliste die NATO, Lockheed Martin und National Endowment for Democracy stehen. Es war scheinbar kein herausragendes Ereignis, dass am 7. Februar im Brüsseler Ballsaal Concert Noble stattfand, unter der Überschrift Desinformation und mehr. EU reagiert auf die Bedrohung durch ausländische Informationsmanipulation, mit Josep Borrell als Hauptredner. Die Medienresonanz war eher mau. Kein Wunder, bei dem Überangebot ähnlicher Konferenzen, Studienpräsentationen, Podiumsdiskussionen und Seminare, wo Russland immer durch die Agenda spukt. Auch diesmal kommt der Hauptfeind im Bericht des Auswärtigen Dienstes über ausländische Manipulations- und Einmischungsbedrohungen 122 Mal auf 31 Seiten vor. Die Russen hätten ein Titanic-Cover manipuliert und Borrell hätte sie mit Goebbels verglichen. Das sollen die besten Gags aus 8 Stunden Kreml-Voodoo gewesen sein, wenn man der Berichterstattung folgt. Sehr oberflächlich, zu Unrecht. Was der Außenbeauftragte hier zum Besten gegeben hat, hat durchaus Programmcharakter. Es war ein Manifest bedingungsloser Meinungsherrschaft und ein Plädoyer für totale Bevormundung dystopischen Ausmaßes, wo der Russe mit seiner vielbeschworenen Propaganda nur die Projektionsfläche, ein Mittel zum Zweck auf dem kognitiven Schlachtfeld ist. When the pandemic came, seit Beginn der Pandemie sprechen wir über den Kampf der Narrative. Dies ist ein Satz, der so wichtig ist wie das geopolitische Europa. Der Kampf der Narrative begann spätestens mit der Pandemie. Heute ist klar, dieser Kampf wird nicht nur auf dem Schlachtfeld von Soldaten ausgefochten, er findet auch im Informationsraum statt, im Bestreben, die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen. Trying to win the hearts and minds of the people. Da passt zwischen der EU und der NATO kein Blatt. Die militärische Allianz der Guten hat die Eroberung der Meinungshoheit schon längst in ihrer Kriegsplanung ganz vorne. Einige haben den Kosovo-Krieg als den ersten Medienkrieg bezeichnet, in dem die Schlacht um die Herzen der Menschen, die Unterstützung durch die öffentliche Meinung ebenso wichtig waren wie die Luftschläge. Insofern waren die Medien für uns wie Soldaten, die der Öffentlichkeit erklären sollten, warum dieser Krieg so wichtig war. Medien als Soldaten im Kampf um die Herzen der Menschen. Das war vor mehr als 20 Jahren. Inzwischen beschränkt sich der Infokrieg nicht mehr auf die traditionellen Medienkanäle allein. Auf diesen herrscht nach 2 Jahrzehnten sorgfältiger Selektion, ich meine demokratischer Entwicklung, ein vorbildliches Einvernehmen zwischen dem NATO-treuen Machtapparat und den Meinungsmachern. Und zwar in allen geopolitisch relevanten Fragen. Heute geht es um mehr, nämlich um das Universum Information als Ganzes und um die Wahrnehmung schlechthin. Demokratie ist ein System, das auf Information basiert, die Menschen zukommt, weil sie ihre Entscheidungen, ihre politischen Entscheidungen, gemäß ihren eigenen Wahrnehmungen und Informationen treffen, die sie über das Weltgeschehen erhalten.
Wenn die Informationen toxisch sind, kann die Demokratie nicht funktionieren. Wenn Informationen manipuliert werden, haben die Menschen keine klare Vorstellung von den laufenden Entwicklungen. Ihre Entscheidungen sind damit voreingenommen. Die Information ist das Öl für den Motor der Demokratie. Wir müssen für die Qualität der Informationen Sorge tragen, denn sie ist der Saft, das Blut, das Öl, das die Demokratie am Laufen hält. Ist das noch der Chefdiplomat oder ein Scientologenprediger? Mit diesem rhetorischen Kitsch wird wieder einmal das Schreckgespenst böser Akteure aus dem äußeren Dschungel an die Wand gemalt, die in diese paradiesische Saft-, Blut- und Ölsuppe spucken wollen und damit der Anspruch begründet, den Informationsfluss zu kontrollieren und nichts Ungefiltertes an die Info-Untertanen durchzulassen. Wir haben viele Beweise dafür, dass Russland hinter den koordinierten Versuchen steht, öffentliche Debatten in offenen Gesellschaften zu manipulieren. Ich wiederhole das, weil ich sicher bin, dass die russischen Dienste mithören und meine Aussagen sofort angreifen werden. Ja, Russland koordiniert die Versuche, öffentliche Debatten in offenen Gesellschaften zu manipulieren. Wir haben in den letzten Jahren seit 2015, als der Europäische Rat uns beauftragt hat, daran zu arbeiten, über 15.000 Fälle über unser EU versus Disinfo Portal gesammelt. Wer also Borrell kritisieren sollte, ist im Auftrag russischer Dienste unterwegs, halten wir schon fest. Die rauchende Pistole der russischen Desinformation seien demzufolge der Haufen Fallbeispiele auf EU versus Disinfo. Das ist ein doppelter Witz, dass Borrell sich darauf als eine unbescholtene Instanz bezieht. Die Webseite ist ein Produkt der EastThreatCom, einer Sonderabteilung strategische Kommunikation Ost im Apparat des Auswärtigen Dienstes. Das sind Borrells hauseigene bezahlte PR-Soldaten. Dazu noch extrem lichtscheu, sogar gegenüber eigenen wohlgesonnenen Kunden. Aus Sorge vor Desinformation arbeitet hier seit 2 Jahren eine Einheit hinter verschlossenen Türen, die EastThreatCom. Rein dürfen wir nicht, aber eine Sprecherin kommt raus und beschreibt die Arbeit ihrer Kollegen. Sie analysieren, zerlegen und ganz wichtig, sie fact-checken das Material. So erkennen sie Trends, finden einzelne Berichte, auch in den Nachrichten wieder. Am Ende versorgen sie damit Thinktanks, Journalisten und auch unsere eigenen Mitarbeiter. Ihr erklärter Auftrag, ein positives Bild der EU in Osteuropa zu verbreiten. Ihr faktischer Auftrag, die mediale Russland-Obsession mit Fertigkost zu versorgen. Eine Art Großküche, wo Tag ein, Tag aus die sogenannten Kreml-Narrative präpariert, widerlegt und gebrauchsfertig verpackt würden. Die Fake-Sammler sind nicht nur nach außen militärisch abgeschottet, sie pfuschen grausam. Die Webseite ist legendär für ihre Peinlichkeiten. Als 3 niederländische Nachrichtenmedien, darunter die Tageszeitung Der Gelderlander mit 175-jähriger Geschichte, sich eines Tages auf der Liste russischer Fake-Agenten wiederfinden, platzt den Volksvertretern in den Haag der Kragen. Das Parlament fordert in einer überparteilichen Resolution die eigene Regierung auf, in Brüssel zu intervenieren, die Desinfo-Pannentruppe sofort aufzulösen. Die Holländer wurden als Kreml-Fake News gelistet, nur weil in ihren Artikeln über die Ukraine kritisch berichtet wurde. Mal war die Korruption, mal der Nazikult ein Thema und einmal wurden die russischen Gegenbeweise zum MH17-Abschuss dargelegt. Grund genug für die Aufnahme ins Register russischer Desinformation. Die 3 Betroffenen klagten die EU als den Herausgeber an. Die Einträge wurden darauf im Stillen gelöscht, ohne Stellungnahme oder Korrekturhinweis. 3 Fakes mehr, 3 weniger, bei 15.000 fällt es nicht ins Gewicht. Es kommen täglich neue, wie dieser: In Deutschland mangelt es an qualifizierten Fachärzten, um dem Coronavirus zu begegnen. Das Land ist auf die Gefahr nicht vorbereitet, sagt ein Gast auf dem russischen Radiosender Vesti FM.
ein klares, wiederkehrendes Kreml-Desinformationsnarrativ zum Coronavirus, um die EU zu schwächen, kontern die Desinformacher. Ihr Gegenbeweis: der 18. Platz im Ärzte-pro-Kopf-Weltranking und ein Zitat von Jens Spahn, das deutsche Netzwerk von Fachzentren und Spezialkliniken sei im internationalen Vergleich einmalig. Das Krankheitswarn- und Meldesystem sowie die Pandemievorsorgepläne hervorragend. Und schon ist ein weiterer russischer Fake samt Widerlegung fertig. Die Schwäche des deutschen Gesundheitssystems vor dem Coronavirus soll ein Kreml-Narrativ sein. Dann habe ich eine schlechte Nachricht für die Brüsseler Fake-Checker. Der ganze deutsche Mainstream ist damit versifft. Dramatischer Mangel an Pflegekräften in Deutschland. Intensivmediziner warnen vor Engpässen. Deutschen Intensivstationen droht der Kollaps. Krankenhäuser am Limit. Zu wenig Pfleger und Ärzte. Überall mangelt es an Personal. Droht unserem Gesundheitssystem der Kollaps? Bundesweit gäbe es 3.500 bis 4.000 Pflegekräfte zu wenig, um nur einige wenige zu zitieren. Der Kreml hat es offenbar geschafft, die etablierten deutschen Medienhäuser mit seinen Schmäh- und Lügengeschichten zu unterwandern. Dabei klingen sie viel düsterer und deprimierender als der russische Radiosender mit seinem zahmen Mangel an Fachkräften, was übrigens eine neutrale Zusammenfassung der deutschen Medienberichterstattung war. Es ist nur ein Beispiel von vielen, das über die Seriosität der Fake-Richter auf der Gehaltsliste der Borrell-Behörde spricht. Als eine Katastrophe beschreibt sie ein Gesprächspartner aus den EU-Kreisen gegenüber der Heinrich-Böll-Stiftung. Verkürzung, falsche Zitierung, gravierende Übersetzungsfehler, Verdrehung etwa von Satire als Nachricht und völlige Intransparenz obendrauf. Das ist EU versus Desinfo. Und darauf beruft sich Borrell als auf die Wahrheit in der letzten Instanz. Diese Abteilung in unserem Auswärtigen Dienst hat 15.000 Fälle zusammengetragen, allesamt harte Beweise, die wir veröffentlicht haben, um Desinformationen aufzudecken und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Dank der zahlreichen Beweise, die wir mit EU versus Disinfo gesammelt haben, waren wir in der Lage, der Propagandamaschinerie des Kremls restriktive Maßnahmen aufzuerlegen und im Endeffekt ihre Tätigkeit innerhalb der EU mit einem Verbot zu unterbinden. Mit dieser Maßnahme greifen wir nicht die Meinungsfreiheit an, wir schützen die Meinungsfreiheit. Das Verbot der russischen Medien in der EU habe die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt. Es habe sie geschützt. Der Beweis für ihre Schuld ist eine bizarre Datenbank, die sogar innerhalb der EU nicht für voll genommen wird, von den Leuten, die sonst mit beiden Händen für die Bekämpfung von allem Russlandfreundlichen sind. Aber bitte nicht so holzhammermäßig und peinlich. EU gegen Desinformation befolgt nicht die Grundsätze der internationalen Fact-Checking-Organisation wie Unparteilichkeit, Offenlegung der Lebensläufe der Faktenprüfer und das Recht auf Stellungnahme für betroffene Medien. Es gibt keine Korrekturrichtlinie und keine Kontaktform, um dem Eintrag in der Datenbank zu widersprechen. Für diejenigen, die sich im falschen Film glauben, was geht mich dieses Russending an, eine schlechte Nachricht, eine Menge. Man muss rein gar nichts mit Russland zu tun haben, um von den Informationswächtern als pro-russisch gelistet zu werden, mit allen Folgen der Infokriegszeit. Egal, von wem das Medium betrieben, wie finanziert und in welcher Form organisiert ist, das Prädikat Verbreitung sogenannter kremlfreundlicher Narrative kann jedem verpasst werden, der ausschert. Man muss auch kein Medium sein, um unter Generalverdacht zu geraten, feindliche Botschaften zu verstärken. Die Kriterien sind eine Verschlusssache und das Urteil ein Monopol der Brüsseler Spezialeinheit. Die digitale Ermittlung, Anklage, Gericht und Vollzug in einem. Denn als Konsequenz aus den vielen Pannen hat EU versus Desinfo einen merkwürdigen Disclaimer geschaltet. Die Einstufung als kremlfreundlich bedeutet
Achtung, nicht zwangsläufig, dass die betroffenen Medien Verbindungen zum Kreml haben oder den Kreml unterstützen oder dass sie absichtlich Desinformation verbreiten wollten. Es genügt, wenn eine Aussage als eine kremlfreundliche Kernbotschaft identifiziert wurde. Darüber hinaus bauen die Artikel auf der Analyse der East Stratcom Task Force auf, daher können Informationen und Meinungen darin nicht als die offizielle Position der EU betrachtet werden. Zitat Ende. Doch sie werden sehr wohl als offizielle Position von keinem Geringeren als dem obersten außenpolitischen EU-Beamten geadelt. Und damit werden sehr wohl offizielle verbindliche Medienverbote begründet. Die Zensur, die als Schutz der Meinungsfreiheit verkauft wird. Und wenn es nach Borrell ginge, wäre das erst der Anfang. But today I have the feeling. Aber heute habe ich das Gefühl, dass es nicht reicht und wir noch weitergehen müssen. Wir müssen verstehen, wie diese Desinformationskampagnen organisiert sind, damit wir unsere Reaktion gestalten und die Akteure dieser Manipulation identifizieren können. Wir müssen mehr auf den Social-Media-Plattformen recherchieren. Wir müssen herausfinden, wie es fließt, woher es kommt und zu welchen Ergebnissen es führt. Wir haben die Nachricht gehört, dass Twitter diesen Zugriff einzuschränken plant. Das wäre ein ernsthafter Rückschritt von den früheren Verpflichtungen. Wir brauchen mehr Transparenz und Verantwortlichkeit, nicht weniger. Ich fordere Twitter und seinen Eigentümer auf, sicherzustellen, dass alle Verpflichtungen eingehalten werden. Was bedeutet es anderes als Anspruch auf eine uneingeschränkte Schnüffelei? Zum Wohle der Beschnüffelten, versteht sich. Um was es wirklich geht, bei dem vermeintlichen Schutz vor fremder Desinformation, haben zwei weitere prominente Podiumgäste deutlich gemacht. Eine von ihnen, die NATO-Vizechefin für die Öffentlichkeitsarbeit. Information ist ein Machtinstrument. Wir sprechen von dem sogenannten DIEM. Das sind diplomatische, militärische, wirtschaftliche sowie Informationsmachtinstrumente. Und der Begriff Information umfasst für uns sowohl zivile als auch militärische Aspekte unserer Tätigkeit im Rahmen der Umsetzung der NATO-Kernaufgaben. Wir haben über Stratcom gesprochen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Sicherheitsfachleute, die wissen, aber nicht sprechen, zu sprechen beginnen. Und es bedeutet, dass gewöhnliche Leute, die es gewohnt sind zu sprechen, ohne zu wissen, lernen müssen. Passen Sie gut auf, wenn Sie demnächst etwas auf Social Media posten, teilen oder nur liken. Sie können unversehens ins Visier der Aufpasser geraten, als Helfershelfer. Es ist ernst. Nehmen Sie es ernst. Dies ist ein langfristiger Kampf. Er wird nicht über Nacht gewonnen. Wir müssen die Werkzeuge haben.